Das ist der zweite Krebskongress, den wir vom Asklepios Tumorzentrum hier in Hamburg durchführen. Der Kongress ist noch größer, der Kongress ist international, der Kongress hat noch mehr Teilnehmer. Krebs ist wichtig, Krebs spielt bei Asklepios eine wichtige Rolle und dem werden wir hier in diesen beiden Tagen voll und ganz gerecht. In Deutschland erkranken pro Jahr etwa 500.000 Menschen an Krebs. Und die Zunahme der Krebserkrankungen in den letzten Jahren und vor allem auch in der Zukunft ist dadurch bedingt, dass die Menschen einfach älter werden. Wir haben als Motto Krebs und Lebensalter bei diesem zweiten Asklepios-Krebskongress gewählt. Einfach weil wir das Gefühl haben, dass unsere tägliche Herausforderung zunehmend von älteren Patienten gelenkt ist. Also das heißt, jetzt versuchen wir mit diesem Schwerpunkt uns besonders eben bei internationalen, nationalen Experten zu informieren, was können wir da tun. Und müssen da überlegen, können diese älteren Patientinnen dann den gleichen Therapien zugeführt werden, wie Patientinnen deutlich jünger sind. Das muss man natürlich sehr unterscheiden, weil ältere Patientinnen auch viele andere Erkrankungen noch mit dazu haben können. Aber letztendlich kriegen wir das meiste Feedback von den Patienten. Und darum geht es und darum ist es auch sehr wichtig, das hier auch bei dem Kongress mit auf der Bühne zu haben und auch ein entsprechendes Forum den Patienten und Patientenvertretern und den Angehörigen anzubieten. Ich denke, dass der Bedarf sehr hoch ist, von den Patienten ins Gespräch zu gehen. Ja, Informationen und überhaupt die Mannschaft von Asklepios kennenzulernen. Ich finde es auch schön, dass viele Selbsthilfegruppen hier mit eingeladen sind, um nochmal einen Überblick zu geben. Habe ich mir ja auch versprochen, dass ich mit den Ärzten reden kann oder zumindest Informationen bekomme und bin auch sehr zufrieden. Mittlerweile entscheiden wir ja in Tumorboards immer wieder, ist ein Patient nicht doch noch operabel und wir können auch durch Metastasen, Resektion oder lokal ablative Verfahren das Überleben für viele Patienten verlängern und 40% bekommen dann ein Langzeitüberleben. Da hat man vor 20 Jahren noch nicht drüber nachgedacht. Gibt es heutzutage ja die Präzisionsmedizin, wo man halt schon über genetische Stimme Untersuchungen letztendlich feststellen kann, was den Patienten im Voraus gut tun würde. Die Immuntherapie eröffnet Patienten, die nicht operativ geheilt werden können, fortgeschrittene Stadien, metastasierte Stadien, in einer hohen Zahl sehr gute Therapieerfolge und ein sehr langes Überleben. Der Patient kann nur profitieren durch die Qualität. Und wenn Sie mich fragen, wie man das schafft, das ist ganz viel Netzwerkbildung unter uns Kollegen. Jede einzelne Disziplin hält mehr Möglichkeiten vor, Krebs zu behandeln. Das heißt, bessere und noch modernere Chemotherapeutika, noch bessere und modernere minimalinvasive Behandlungskonzepte, bessere Radiologie, das heißt Verfeinerung der Diagnostik, lauter kleine Faktoren, die in dem großen Reigen, sage ich mal, gut zusammenspielen und damit die Behandelbarkeit von Krebs verbessern können. Wir haben natürlich ein Übergreifen der Sektoren ineinander. Das heißt, der ambulante Bereich nimmt zunehmend an Bedeutung zu. Das bedeutet, dass es auch wichtig ist, dass wissenschaftliche Erkenntnisse miteinander zu diskutieren und auch an den Mann zu bringen. Die Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen Bereich, also den ambulanten und stationären Sektor, ist extrem wichtig, weil die Patienten ja pendeln zwischen ambulant und stationär. Und diese Sektorengrenze und Mauer zwischen diesen beiden Sektoren, die wollen wir natürlich möglichst klein halten, am liebsten einreißen. Und die Zukunft wird auch sein, dass ambulant und stationär stärker im Sinne eines Netzwerkes zusammenarbeitet.